Hi, herzlich willkommen. Mein Name ist Alban von Primetime Fitness. Das ist die Barbara. Wir trainieren heute. Wir machen heute das Mobility Basic Workout mit euch. Zeigen euch, wie ihr euch vor und nach dem Training wunderbar durchbewegen könnt. Was ihr für das Workout benötigt, ganz, ganz simpel. Einmal ein Handtuch mit einer Matte und dann nochmal einen Yoga-Block oder ein Buch. Ja, das wird es auch tun, um ein gutes Workout zu machen. 5, 4, 3, 2, 1 und wir starten mit einem kleinen Warm-up. Macht euch die Barbara einmal vor. Wir gehen in einen seitlichen Ausfallschritt, lassen hier den Oberkörper schön aufrecht. Könnt ihr verschiedene Variationen machen. Ja, die Barbara zeigt euch ein paar Möglichkeiten, die ihr habt. Haben einmal die Arme nach vorne. Genau. Ja, bleibt schöne Bewegung. Machen das Ganze 60 Sekunden. Hab 30 Sekunden Pause oder wir nehmen die Arme einmal schön nach oben, Handflächen zeigen zueinander. Jawohl. Und bleibt schön in Bewegung. Letzten 25 Sekunden. Genau. Könnt auch nochmal in eine Art Krieger gehen. Ja, Barbara die Kriegerin. 15 Sekunden. Jawohl. Ja, ich muss dazu sagen, die Barbara kommt aus dem Aerobic. Ja. Man sieht's. 5, 4, 3, 2, 1 und wir haben eine kurze Pause. So, wir begeben uns einmal runter auf die Matte in den Vierfüßlerstand, haben einmal die Hände direkt unter der Schulter positioniert, die Knie unter der Hüfte und haben jetzt eine Rotation bzw. eine Bewegung in der Lendenwirbelsäule, nee, nicht in der Lendenwirbelsäule, in der Brustwirbelsäule. So, richtig. Greifen einmal durch. Ja, nehmen wir uns den linken Arm, greifen einmal durch. Wir haben noch 5 Sekunden, bis wir starten. 3, 2, 1 und go. Ja, ihr seht, die Barbara hat die Übung schon gestartet. Greifen einmal rüber zur anderen Seite. Hat immer den rechten Arm gebeugt, wenn sie rüber geht. Ja, schöne Rotation in der Brustwirbelsäule. Ziehen den Arm nach hinten an. Ähnlich wie beim Rudern. Wie fühlt es sich an, Barbara? So zum Reinkommen. Schön auf den. Ja, sehr gut. Das tut gut. Ich versuche bei jedem Mal ein bisschen weiterzukommen. Mhm. Top. Achtet hier bei der Übung natürlich auch nochmal auf eure Atmung. Genau. Ganz, ganz wichtig. Das machen wir auch immer sehr, sehr gerne. Ja, weil ich selber gerne die Atmung anhalte. Ja, ist auch wichtig auf jeden Fall im Training. Und Barbara, die letzten 10 Sekunden läuten ein. Und wir haben noch 5, 4, 3, 2, 1 und eine kurze Pause. Ich denke, ich bleibe mal auf der Seite. Genau. Dann können wir von der anderen Seite. Genau, können wir beide Perspektiven auf jeden Fall sehen. Habt aber zunächst eine kurze Pause, bevor es dann gleich weitergeht. Was wir gerade, genau, das die Stellung von der Lendenwirbelsäule, genau. Also nicht extrem ins Hohlkreuz gehen, sondern Bauch spannen, fixieren. Chor fixieren. Sehr gut. Wir haben die letzten 5, 4, 3, 2, 1 und go. Jawohl. Gehen wieder schön in die Rotation. Ihr habt es gerade gehört von der Barbara. Lendenwirbelsäule ist fest. Ja, versuchen da möglichst wenig Rotation. Aber dafür umso mehr in der Brustwirbelsäule. Greifen schon rüber zur anderen Seite. Ja, Schulter arbeitet quasi Richtung Boden. Jawohl. Ja, nehmt den Kopf auch immer mit in die Richtungen, in die ihr euch mit dem Körper auch dreht. Letzten 25 Sekunden. Hast du das Gefühl, auf einer Seite ist es besser als auf der anderen? Ja, hier nicht wirklich. Siehst du was, Anna? Minimal, minimal. Aha, aber dein Feeling wird wahrscheinlich da nochmal ein anderes sein als mein Auge. Zumindest bei der Übung. Man sieht es nicht eindeutig. Die letzten 3, 2, 1 und eine kurze Pause. So, wir kommen hoch in den Stand. Rückengerechtes Aufstehen. Einmal den Fuß nach vorne und gehen in die Standposition. Ist immer den Yoga-Block zur Hilfe? Genau, ja. Den benötigen wir jetzt für diese Übung oder euer Buch. Ja, gehen oder starten quasi wie so ein Krieger, ja,
und gehen dann mit der linken Hand von der Barbara Richtung Boden auf die Innenseite von unserem Fuß. Starten 5, 4, 3, 2, 1 und komm. Ja, nehmen den rechten Arm einmal weit nach oben. Jawohl, sehr gut. Und die Brustwirbelsäule schön geöffnet. Ihr seht, die Barbara gestartet mit dem Yoga-Block in höchster Position. Jetzt haben wir das Ganze schon ein wenig gesenkt. Ich bin mir relativ sicher, die Endposition, ja, jetzt haben wir es schon fast mit der Hand am Boden. Worauf ist zu achten, Barbara? Bei dem ich drücke noch mit dem Ellbogen das Knie ein bisschen nach hinten. Und ich versuche, die Hüfte aufzudrehen, was mir nicht so gut gelingt. Aber ja, man sieht es. Man ich arbeite. Ja, du arbeitest dran. Du musst ja natürlich darauf hinweisen, dass die Leute das zu Hause vernünftig machen und auch richtig machen. Ich sehe, du arbeitest dran. Du hast es ja auch vorher noch mal erwähnt. Wir haben die letzten 10 Sekunden. Ja, achtet auf eine ruhige und kontrollierte Atmung. Nicht nur bei Mobility-Übungen. 3, 2, 1. Und wir lösen. Wechseln langsam rüber zur anderen Seite. Wir können aber natürlich diese breite Stammposition einmal kurz lockern und die Beine ausschütteln. Ja? Die Arme können wir auch nochmal auslockern. Den Nacken nach rechts und links bewegen. Genau. Und machen uns schon mal langsam, also wirklich ganz langsam fertig für die nächste Übung, die wir in 5, 4, 3, 2, 1 starten. Wir starten wieder ähnlich wie die Barbara es gerade vorgemacht hat, in der Kriegerposition und gehen dann runter zum Yoga-Block in höchster Position, drehen ihn dann ruhig einmal. Ihr müsst aber nicht zwingend bis zum Boden kommen, wenn die Übung nicht mehr sauber ausgeführt wird von euch. Ja. Wichtig ist erstmal eine saubere Ausführung, könnt es auch Woche für Woche oder Training für Training steigern. Jetzt sehe ich nochmal eine Fußspitze hier. Können wir nochmal nachkorrigieren, Barbara, ein bisschen nach innen drehen. Jawohl. Nein, ja, da bin ich auch ein bisschen festeren Stand. Sehr gut. Genau. Ja, und welches ist meine Schokoladenseite? Die andere, weil du Schwabe ist hier sehr schwer. Genau. Oh, boah. Also schwerer als auf der anderen Seite, wenn du nicht. Ich habe ja auch schon eine Minute hinter mir. Ja, das stimmt. Noch 10 Sekunden. Hast du gleich geschafft, Barbara. Und die letzten 5, 4, 3, 2, 1. Und auch hier lösen wir einmal die Position und begeben uns direkt runter zur Matte. Wunderbar. Gehen einmal in eine kniende Position. Stellen einmal den rechten Fuß nach vorne und das ein bisschen weiter weg. Ja? Dass ihr einen großen Ausfallschritt nach vorne macht. Wir haben noch 10 Sekunden, bis wir starten. Und währenddessen erklären wir euch die Übung. Noch 5, 4, 3, 2, 1 und los geht's. Kippen einmal das Becken nach innen, Bauchnabel nach innen ziehen, Oberkörper ist schön aufrecht, Gesäß angespannt und dann schieben wir die Hüfte schön vor in die Dehnung. Gucken, dass der vordere Fuß immer komplett am Boden bleibt, ganz, ganz wichtig. Gehen in die Dehnung rein. Ihr müsst nicht zwingend in der Position bleiben, ja, könnt den Arm dabei auch gerne hochnehmen. Müsst natürlich nicht die vollen 60 Sekunden in der Übung verharren, sondern dürft auch zwischendurch mal lösen. Ja. Atmet mal tief ein und mit der Ausatmung versucht ihr nochmal ein paar Zentimeter weiter als gerade in die Dehnung vorzugehen. Ja. Haltet das ungefähr für 10 Sekunden. Ein bisschen in die Diagonale gehen. Sowas ist zieht in verschiedene Richtungen, es ist kein ein Muskel, sondern der setzt an verschiedenen Stellen an. 3, 2, 1, Pause. Ich bin Trainer, aber ich muss immer auf die Zeit gucken, ja, immer sehr die Zeit gut im Auge halten. Dann wechsle ich mal. Wir wechseln auf die andere Seite. Du hast jetzt gerade den Hüftbeuger angesprochen, ja, der sehr, sehr wichtig ist, ja, auch aufzudehnen, ja, vor allem wenn man sehr, sehr viel sitzt, ja, für Bürojobber. Ganz, ganz wichtig, immer genau. Setzt hier hinten Lendenwirbelsäule im Bereich Lendenwirbelsäule, Brustwirbelsäule an und fünf, hier vier, nach vorne. 3, 2, 1. Okay, erst wieder aufrichten und dann nach vorne. Jawohl. Arm nach oben. Wunderbar. Öffnung der Brustwirbelsäule und halten die Position. Ruhige und kontrollierte Atmung.
Kippen, Gesäß anspannen, nie vergessen, ja, ganz, ganz wichtig. Bin mir relativ sicher, auch die, die jetzt für eine Minute in der Übung bleiben, die vergessen das immer wieder oder lassen danach, ja, mit der Anspannung des Gesäßes, ganz, ganz wichtig. Ja, spannt die Po-Muskulatur nochmal fester an. Ihr habt noch 20 Sekunden. Genau, Becken immer gekippt, Bauchnabel nach innen gezogen und wir haben die letzten 10. Und 5, 4, 3, 2, 1 und eine kurze Pause. So, wir gehen uns einmal in die Rückenlage und dehnen jetzt mal die Gesäßmuskulatur auf. Ja, ganz wichtig, auch wenn wir viel sitzen, das Gesäß immer mal wieder aufdehnen. Was ihr machen könnt, ist dazu oder vor allem zu der Übung ein Handtuch als Hilfsmittel dazu nehmen. Ja. Genau. Fußspitze schön rangezogen. Wichtig ist hier, der komplette Fuß bzw. das Bein bleibt am Boden. 3, 2, 1, jawohl. Sehr gut. Starten direkt. Fußspitze rangezogen. Bein ist komplett durchgestreckt. Ja. Klassiker ist, das Bein fängt an zu zittern. Das habe ich ab und an, auch wenn ich auf der Oberschenkelrückseite relativ beweglich bin. Ja, für meine Verhältnisse. Das stimmt, kann ich bestätigen. Ja, zittert das Bein aber. Ja, dürft dann immer mal wieder lösen aus der Position, Knie anwinkeln und dann wieder in die Streckung gehen. Barbara hatte auch noch mal einen kleinen Tipp für euch. Barbara, komm mal raus mit der Ferse Richtung Rücken. Ja, wenn ich das Knie ranziehe oder locker lasse, dann ziehe ich immer noch mal den Fuß ein bisschen näher ran und jetzt schiebe ich die Ferse Richtung Decke. Dann fängt es auch bei mir leicht an zu zittern. Sehr gut. Und das zieht, wenn ich jetzt die Fußspitze noch ein bisschen näher zum Kopf ziehe. Nicht mehr lange. Es sind nur noch 3, 2, 1. Und wir haben eine kurze Pause. Lösen einmal aus der Position und wechseln einmal auf die andere Seite. So. Fußspitze wieder reingezogen. Wechsel auch mal das Bein, auch mal wichtig, ja, wenn man in so einer Position ist wie ich, immer gleichmäßig auf beiden Seiten wechseln. Und 3, 2, 1 und go. Ja, Zeit läuft wieder. Ja? Das zieht schon, wenn man die Fußspitze nur ranzieht und das Bein ist noch nicht gestreckt. Ja, definitiv. Aber sieht gut aus, bist auf jeden Fall da sehr gut beweglich. Da kann sich der eine oder andere von meinen Ex-Kollegen im Fußball eine Scheibe von abschneiden. Der FSV. Ja, der FSV. Ja, das mögen die Fußballer, glaube ich, gar nicht, Stretching. Ja, an sie sich. Sie wissen aber, dass sie es machen müssen. Wir wissen oder wir wussten immer, wir müssen es machen. Ja. Ja, aber ja, man hat es immer mal wieder vernachlässigt oder war dann doch zu faul. Dann hat man doch lieber auf den Platz gegen den Ball getreten. Überlegung kontrollierte Atmung. Wir haben noch 15 Sekunden. Dann lösen wir gleich mal vorsichtig in 5, 4, 3, 2, 1 und absetzen. So, wir gehen jetzt in die Gluteusdehnung. Bleiben auf dem Rücken liegen. Ja. So, wir überschlagen einmal das eine Bein über das andere. So, dann gibt es wieder zig Varianten, die Barbara und ich euch zeigen kann. Jeder nachdem, oder beziehungsweise je nachdem, wie man sich fühlt während der Übung. Wir starten mal in 3, 2, 1 und los geht's. Ja, Barbara, deine Variante ist jetzt einmal unter dem Oberschenkel quasi gegriffen auf die Oberschenkelrückseite oder das Knie rangezogen. Ich kriege das nicht hin, weil ich zu unbeweglich bin. Die Muskelspannung bei mir ist Masse. Ja, mehr Masse, nicht am Bauch natürlich. Und, ich meinte den hier, den Quadrizeps, ganz klar. Ganz klar. Da bin ich auch sehr verkürzt. Ich wähle meistens die Variante, indem ich das Bein auf einer Seite mit einer Hand festhalte und dann das Knie hier nochmal wegschiebe. Ja, das fällt der Barbara beispielsweise schwer. Ich mache es jetzt lieber aktiv, aktives Wegschieben vom Knie nach außen. Deswegen macht so, wie ihr euch zu Hause am wohlsten fühlt, bekommt natürlich von uns immer ein paar Alternativen, die ihr machen könnt.
noch 10 Sekunden. Dann wechseln wir auf die andere Seite und dann hat die Barbara nochmal einen kleinen Knüppel für euch. 3, 2, 1 und lösen. Vorsichtig lösen. Wechseln dann einmal rüber auf die andere Seite. So, Barbara, hat es ja auch gerade nochmal gesagt, bevor wir angefangen haben zu drehen. Man kann natürlich hier auch mit der Fußposition so ein bisschen variieren. Genau. Die Fußposition weiter nach innen. Genau. Ja, ich bin quasi auf dem Unterschenkel und kann jetzt. 3, 2, 1. Und kann jetzt hier noch ein bisschen weiter ran. Und das ist dann ein anderer Zug im Po. Mhm. Ja, da habe ich immer so das Gefühl, ich kriege den Piriformis ein bisschen besser. Mhm. In dieser Position, der bei mir etwas verkürzt ist. Mhm. Ja. Und was wichtig ist, ist eine Bauchatmung hierbei. In den Bauch einatmen und wieder senken. Mhm. Das gibt einen zusätzlichen Dehnungseffekt. Mhm. Ja, also zu Hause, ihr dürft die Variante machen, mit der ihr euch am wohlsten fühlt, wo ihr eine gute Dehnung verspürt, ja, einen angenehmen Dehnschmerz. Also solltet nicht das Gefühl haben, dass der Muskel irgendwann mal reißt, ja, gerade als Laie, sollte man da nicht zu intensiv reingehen. Ein bisschen was spüren sollte man. Aber ein bisschen was spüren sollte man auf jeden Fall schon. Noch 10 Sekunden, dann dürft ihr lösen und dann nähern wir uns schon langsam dem Ende. Noch 3, 2, 1 und absetzen. So, jetzt gehen wir einmal in die Pelvic Shift. Barbara, das ist absolut deine Übung, ja, deswegen darfst du die gerne mal den Leuten da draußen. Yeah. Beckenbeweglichkeit ist eigentlich auch was für die Südländer, die können das meistens ein bisschen besser. Die Afrikaner. Also, ja. Bist du Afrikaner? Ich bin Afrikaner. Deutscher, oder? Trotzdem, Deutscher Afrikaner. 5, 4, 3, 2, 1, go. Versuche möglichst gerade zu liegen, das heißt in einer natürlichen Lordose, also kein Hohlkreuz, kein Flachrücken. Und jetzt schiebe ich das Becken nach unten weg. Ja, rechts, links, ich habe jetzt hier meine Hände nochmal drauf liegen, damit man das ein bisschen besser sieht, was ich mache. Und versuche immer, immer intensiver nach unten wegzuschieben. Man sieht vielleicht, die Füße verändern sich da unten, schiebe raus. Und wenn ich es noch ein bisschen intensivieren will, nehme ich die Arme nach oben und habe gleichzeitig noch eine Flankendehnung, seitliche Bauchmuskulatur wird mitgedehnt, langgezogen. Und das Atmen nicht vergessen, wenn ich quatsche, dann atme ich immer, das ist ganz gut. Ganz wichtig. Und jetzt darfst du zu guter Letzt nochmal die Knie ranziehen, genau. Knie in die Hand nehmen für die letzten 5, 4, 3, 2. 1. Geschafft. Wunderbar, Barbara. Gut, wir stehen nochmal rückengerecht auf. Ja. Das war's. Sehr gut gemacht, Barbara. Hat sehr viel Spaß gemacht. Wie war es für dich? Wie fühlst du dich? Cool. Sehr gut. Sehr cool. Durchgearbeitet. Sehr gut. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und mit uns die Session gemacht habt. Bis zum nächsten Mal. Euer Primetime Fitness.